Jetzt haben wir es, ne? Schönen guten Morgen und ein herzliches Hallo auch von meiner Seite, auch allen, die online von dem PC zugeschaltet sind. Schön, dass ihr mit an diesem Gottesdienst dabei seid. Ein amerikanisches Magazin für Lobpreisleiter verleiht alljährlich den sogenannten Praise Award. Der Praise Award, eine Auszeichnung für Musiker in 6 verschiedenen Kategorien. Beste musikalische Anordnung und Aufmachung, bestes Worship-Projekt, bestes biblisches Lied, bestes Gospel-Lied, bestes Praise- und Worship-Lied, bester neuer Künstler. Ich meine, wenn man das so hört, dann kann man das ja durchaus auch mal ein bisschen kritisch hinterfragen, nicht wahr? Und auch mal sich die Gedanken machen, neigen wir Menschen dann nicht doch oft zu sehr dazu, uns manchmal in den Mittelpunkt zu stellen und verpassen es, dass Jesus groß rauskommt. Deswegen möchte ich das Thema dieser Predigt heute so überschreiben, damit er groß rauskommt. Adventszeit ist Vorbereitungszeit auf Jesus. Und ich möchte uns heute mitnehmen in den Gedanken, wie können wir andere Menschen durch unseren Dienst gut auf Jesus vorbereiten? Durch unseren Dienst, durch unseren Lebenswandel, wie können wir sie auf Jesus vorbereiten? Das Thema Dienst war ja auch doch recht präsent, auch in den letzten Monaten hier in der Gemeinde. Dienstschulungen haben stattgefunden, Dienstbereiche wurden vorgestellt, neu strukturiert. Und deswegen ist auch so ein bisschen die Stoßrichtung der Predigt heute unser Dienstverständnis, unsere Dienstphilosophie. Warum tue ich das, was ich tue? Warum mache ich meinen Dienst? Wir wollen heute konkret auf eine Person schauen, die als Wegbereiter von Jesus gilt. Hat jemand eine Ahnung, wen ich meine? Wegbereiter von Jesus. Ruft's rein. Johannes der Täufer, ganz genau. Auf ihn wollen wir jetzt mal so ein bisschen schauen. Johannes tritt ja zu einem sehr besonderen Zeitpunkt der Heilsgeschichte auf. Er rollt sozusagen den roten Teppich aus für Jesus, für sein öffentliches Wirken, was Jesus dann anschließend beginnt. Und Johannes hat einen sehr erfolgreichen, einen sehr wirkungsvollen Dienst. Und wie er damit umgeht, wie er Jesus groß macht, das ist erstaunlich. Und da möchte ich euch heute mit einladen in diesen Gedanken, wie er das tut. Dabei werden wir uns verschiedene ausgewählte Texte aus den jeweiligen Evangelien immer mal wieder aufleuchten lassen, um zu sehen, wie er Jesus groß macht. Damit er groß rauskommt, erstens lebe ich fokussiert. Es ist spannend zu lesen, wie Johannes vor seiner Geburt schon angekündigt wird vom Engel. Schauen wir mal in Lukas 1 rein. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Später, als er schon geboren ist, spricht sein Vater Zacharias auch prophetische Worte über ihn aus in Lukas 1, 76. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Schon sehr besondere Worte, oder? Schon sehr individuelle Worte, die hier als Berufung ausgesprochen werden. Und da müssen wir uns auch einfach vergegenwärtigen, ja, wir sind hier auch in einem sehr besonderen Zeitpunkt in der Heilsgeschichte Gottes und er wählt hier einen besonderen Diener aus. Du wirst Jesus den Weg vorbereiten. Und du wirst Menschen wieder mit Gott in Einklang bringen, zu Gott zurückführen. Ja, wir hatten ja diese Zeit des Schweigens, von der Heinrich letzten Sonntag auch gepredigt hat. Die haben wir ja gerade hinter uns. Und jetzt tritt Johannes dann auch mit auf in der Heilsgeschichte. Und bei Lukas im Evangelium ist das auch sehr interessant zu sehen, wie das eben auch parallel hintereinander sozusagen berichtet wird. Die Ankündigung Johannes und die Ankündigung von Jesus. Und später, wo sich dann die beiden schwangeren Frauen treffen, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Geschichte erinnert, wo Maria dann anfängt zu reden und dann der kleine Johannes im Bauch der Elisabeth anfängt zu hüpfen, weil irgendwie schon ein Kontakt mit Jesus ja irgendwie da ist, da sieht man dann schon sehr früh diese besondere göttliche Interaktion zwischen den beiden Ungeborenen. Eine besondere Verbundenheit. Und dann kommen wir zum Prozess der Namensgebung. Als Johannes dann geboren ist, spricht dann Zacharias die Namensgebung aus und Leute, die das hören, wundern sich und fragen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn
war mit ihm. Bevor wir sehen, was aus diesem Kind wird, halten wir einmal kurz an. Es gibt also für Johannes eine besondere, fokussierte Berufung, Jesus groß zu machen. Weißt du, dass auch du dazu berufen bist? Auch du hast diese ganz konkrete Berufung, Jesus mit deinem Leben groß zu machen. Hör mal, was in Epheser 1 steht. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Später in Vers 12 dann, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Diese Phrase taucht immer wieder auffällig in Epheser 1 auf. Zum Lob seiner Herrlichkeit wurdest du gerettet. Das heißt, dass durch dein Leben jetzt als Kind Gottes sein Lob groß wird. Du hast eine Berufung, Jesus groß zu machen mit deinem Leben. Vielleicht hast du diese Berufung etwas aus den Augen verloren. Fokussier dich da wieder neu. Erinnere dich wieder daran, wer du eigentlich als Kind Gottes bist und richte wieder neu diesen Fokus darauf, Jesus in deinem Leben, durch dein Leben anderen groß zu machen zum Lob seiner Herrlichkeit. Dazu lade ich dich ein. Bei Johannes wird das jetzt auch nun sichtbar in einer fokussierten Lebensweise. Jetzt wollen wir mal sehen, was aus diesem Kind wird. In Lukas 1,80 heißt es dann, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Johannes verbringt lange Zeit in der Wüste. Dort hält er sich an eine äußerst harte Diät und trägt Kleidung, die nicht so gerade der neuesten Mode entsprechen. Hören wir mal hin in Matthäus 3,4. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. War das bei jemand von euch heute am Frühstückstisch? Heuschrecken, Honig vielleicht, ja, bei dem einen oder anderen. Aber es zeigt einfach, Johannes lebt ein außergewöhnlich diszipliniertes und fokussiertes Leben. Er ist sehr zielstrebig. In der Wüste ist er. Das klingt erstmal ungewöhnlich, oder? Bei dem Auftrag, den er eigentlich hat, bei so einer besonderen Aufgabe, warum jetzt Wüste? Nein, das hat schon alles seinen Sinn. Gott bereitet ihn dort vor. Hier in der Wüste erlebt er seine Vorbereitungszeit im Dienst. Und Gordon MacDonald führt das treffend aus, wenn er schreibt, warum gerade die Wüste? Vielleicht deshalb, weil Menschen, die in der Wüste leben, ein offeneres Ohr, ein offeneres Herz haben, als diejenigen, die in einer lauten, geschäftigen Stadt leben, wo Menschen gewöhnlich in Eile und von Lärm umgeben sind, sich selbst sehr wichtig nehmen. Manchmal sind die äußeren Einflüsse der Großstadt dermaßen laut, dass man Gottes Flüstern nicht mehr wahrnehmen kann. Und manchmal sind Menschen in einer Stadt zu stolz, inmitten ihrer Hochhäuser aus Stahl und Beton, ihrer farbenfrohen Unterhaltungswelt und wunderbaren Tempel auf Gott zu hören. Gott führte Johannes in die Wüste, wo er mit ihm reden konnte. Dort in der Wüste entwickelt er eine besondere Offenheit und Mut für Gott, die ihn für seine außerordentliche Aufgabe vorbereiten sollte. Ja, so ist es. Wir kommen an dieser Tatsache nicht dran vorbei. Schwerste und wichtigste Lektion lernt man eben in der Wüste, weil dort werden Sinne und Gedanken fokussiert. Dort bist du irgendwie abhängig. Dort klammerst du dich an Gott. Dort lernst du, Gottes Reden zu hören. Und das ist auch kein Einzelfall. Wenn wir weitere Personen in der Bibel anschauen, Wüstenzeiten waren immer wieder Vorbereitungszeiten. Denken wir nur an Mose. Ja, bevor er seinen Auftrag bekommt, nach Ägypten zu gehen, ist er Schafhirte in der Wüste. Lange Zeit. Jesus selbst, kurz vor seinem Auftreten in öffentlichen Dienst, verbringt 40 Tage fastend in der Wüste. Und das können wir dann auch eigentlich sehr gut auf uns anwenden. Versuch einmal, deine Wüstenzeiten als eine Chance zu sehen. Vielleicht will Gott dich vorbereiten auf etwas, auf eine Aufgabe, einen Auftrag. Vielleicht will er dir wieder neu beibringen, auf seine Stimme zu hören. Ganz allein von ihm abhängig zu sein. Vielleicht ist doch gerade in deinem Leben um dich herum außergewöhnlich ruhig geworden
und du kommst irgendwie komisch vor. Eigentlich muss es doch weitergehen, höher, schneller, weiter, wie das so in unserer Gesellschaft propagiert wird. Ich stehe nur still und es passiert nichts. Vielleicht kannst du mal diese Entschleunigung auch als eine Chance ansehen, dass du neue Tiefe erlangst in deiner Beziehung zu Gott, dich neu vorbereiten lässt. Johannes erlebt das jedenfalls so. Johannes erlebt das als eine Fokussierung. Und interessant ist, dort in der Wüste empfängt er seine Botschaft, die er weitergeben soll. So heißt es in Lukas 3, Vers 2, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und so tritt er auf mit einer fokussierten Botschaft. Das sehen wir in Matthäus 3, 1 bis 2 in seinem Auftreten. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Hört ihr das? Hört ihr diese Dringlichkeit in seiner Botschaft? Tut Buße, kehrt um, das ist sein Programm, das ist sein Predigtskript. Gott ist nahe, Jesus kommt bald. Er redet nicht groß drumherum. Er beschränkt sich auf das wesentliche Bedürfnis der Menschen, Buße zu tun, mit Gott ins Reine zu kommen, die Sünden zu bekennen und vergeben zu bekommen. Hört ihr diese Dringlichkeit? Das Kernproblem wird angesprochen. Ja, und Johannes erlebt einen sehr erfolgreichen Dienst. Sehr viel Zulauf. Da heißt es dann in Matthäus 3, da zog zu ihm hinaus Jerusalem, ganz Judäa, das ganze umliegende Gebiet des Jordan, und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Ja, das ist bemerkenswert. Johannes erreicht wirklich die ganze Bandbreite der Gesellschaft mit seinem Dienst. Da sehen wir dann, wie verschiedene Personengruppen auch zu ihm kommen und nach Anwendung fragen. Das sind dann zum Beispiel die Zöllner, die dann kommen und sagen, was sollen wir tun? Dann sind da die Soldaten, die zu ihm kommen und sagen, was sollen wir tun? Auch für die ganze Volksmenge als Ganzes hat Johannes konkrete Anwendungen parat. Und man bekommt hier einfach auch den Eindruck, Mensch, da ist jemand, der hat so viel Mut, da ist so eine Vollmacht, die da ausgestrahlt wird. Und dann kommt ja sogar die religiöse Elite zu ihm. Ja? Die geistliche Elite kommen zu ihm und wollen sich von ihm taufen lassen. Und eigentlich könnte man dann so sich geschmeichelt fühlen. Ja, wow, sogar die geistliche religiöse Elite kommt zu mir, um von meinem Dienst zu profitieren. Aber Johannes bleibt auch da sehr klar und fokussiert und schaut dahinter, warum die Leute da ankommen und spricht sehr klar zu ihnen, ihr Schlangenbrut, auch ihr braucht Umkehr. Ja? Er nimmt da kein Blatt vor den Mund, schaut nicht die Person an, sondern spricht immer wieder fokussiert in seiner Botschaft über das Kernproblem, über das Kernbedürfnis der Menschen. Und sogar der große und grausame König Herodes, Heinrich hat ja letzte Woche ein paar Takte über ihn erzählt, sogar dieser große, grausame König Herodes hat Respekt vor Johannes. Das lesen wir zum Beispiel in Markus 6, Vers 20. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Ja, sogar da hat er Respekt, aber Johannes lässt sich davon nicht beirren. Auch er spricht dann dem Herodes ganz klar ins Gesicht, hör mal, in dieser Sache lebst du total falsch. Er richtet eine sehr klare Botschaft auch an den König, was ihm dann später auch letztendlich leider seinen Kopf kosten wird. Also, wir sehen bei Johannes, er ist fokussiert in der Botschaft. Ich will von Johannes lernen. Ich will von Johannes lernen. Lass uns unseren Dienst nicht einfach nur so aus Routine tun. Danke dir. Lass uns unseren Dienst nicht einfach nur so daher tun. Lass uns erkennen, dass unser Dienst, den wir tun für Gott, eine Dringlichkeit hat. Diene mit einem Fokus. Diene mit dem Fokus, Jesus kommt bald wieder und ich will seine Ankunft vorbereiten und will selbst vorbereitet sein. Jesus kommt bald wieder und ich will die Menschen, denen ich diene, auf Jesus vorbereiten und Jesus groß machen vor ihm, dass sie eine geklärte Beziehung zu Jesus haben. Oh ja, ich will mir diese Dringlichkeit wieder neu vor Augen führen. Vielleicht muss ich auch in meiner Botschaft hier und da wieder klarer werden.
in meinen Gesprächen mit Menschen in meinem Umfeld. Vielleicht muss ich da wieder fokussierter reden. Vielleicht brauche ich andere, weisere Worte, speziellere, klarere Worte. Vielleicht habe ich bisher nur schwammig erzählt. Vielleicht muss ich konkreter werden in meinen Gesprächen. Lass uns da neu fokussieren und zuspitzen in der Weise, wie wir von Jesus reden. Eben mit diesem Fokus, seine Ankunft ist bald da, ihn vorzubereiten, ihn groß zu machen. Damit er groß rauskommt, zweitens, mache ich mir bewusst, wer er ist und wer ich nicht bin. Nun, wir haben gesehen, Johannes gewinnt immer mehr Einfluss, gewinnt immer mehr Popularität und er wird immer wieder auch darauf angesprochen. Und in der Menge fragt man sich, wer ist das eigentlich? Ist das vielleicht der Messias schon? Wer ist das? Schauen wir mal rein, wie da die Diskussionen laufen. Johannes 1. Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden. Die ertönt in der Wüste, ebnet den Herrn den Weg, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Johannes weiß ganz genau um seine Identität Bescheid, wer er ist und wer er nicht ist. Und das ist eine sehr klare Aussage, ja? Ich bin nicht der Christus. Das Wissen darum, wer er nicht war, hilft ihm auch dabei zu wissen, wer er war. Und ich meine, wir müssen uns das jetzt auch mal vorstellen. Johannes ist gerade auf dem Höhepunkt seiner Predigerkarriere. So viel Zulauf, so viel Aufmerksamkeit und er hätte daraus Profit ziehen können für sich selbst. Er hätte von all dem Beifall verführt werden können, arrogant, ehrgeizig zu werden, das Ding an sich zu reißen. Und es wäre eigentlich auch einfach für ihn gewesen, bei all den Anfragen, ob er der Messias ist, dann einfach mal so zu nicken, vielleicht, jo. Ja, und, aber nein, ja, der Beifall war laut. Aber Gottes Stimme in seinem Herzen war viel lauter, wo er ganz genau weiß, ich bin nicht der Christus. Was ist stattdessen seine Antwort? Ich finde das faszinierend, wie er das formuliert. Ich bin eine Stimme. Er sagt dir nicht, ich bin Johannes, der Sohn des Zacharias, nein, das ganze Stamm. Ich bin eine Stimme. Eine Stimme für den Herrn. Immer wieder, wenn er gefragt wird, wenn Erwartungen an ihn herangetragen werden, macht er Jesus groß. Das ist erstaunlich zu sehen. Ich möchte euch ein paar Beispiele hier zeigen. Zum Beispiel in Lukas 3. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihrem Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seht ihr das? Seht ihr das, wie er Jesus hier groß macht in dieser Situation? Ich meine, die Leute haben sowieso so große Ohren für das, was Johannes sagt. Und er nutzt diese Aufmerksamkeit aus, um Jesus groß zu machen. Er sagt, da kommt noch einer, der ist viel stärker als ich. Der ist viel stärker als ich und ich bin noch nicht mal würdig, ihm gebückt die Schuhriemen zu lösen, so spricht das Markus, gebückt die Schuhriemen zu lösen. Er hat die Macht, euch den Heiligen Geist zu senden, mit Feuer zu taufen. Er hat die Macht zu richten. Merkt ihr? Johannes erkennt an, meine Möglichkeiten sind andere als die von Jesus. Ich taufe mit Wasser. Es kommt einer nach mir, der tauft euch mit Heiligem Geist und Feuer. An einer anderen Stelle macht Johannes der Täufer Jesus groß, indem er Folgendes sagt in Johannes 1, Vers 15. Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Interessante Aussage, ja? Ja, in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Dienst kommt Jesus nach Johannes, aber Johannes macht dir eine Sache von vornherein klar, Jesus war schon immer da, er ist vor mir gewesen, er war eher als ich, er ist der Ewige, er ist der Schöpfer. Er ist dieses Wort, von dem Johannes der Jünger im Evangelium am Anfang direkt schreibt. Im Anfang war das Wort war bei Gott. Also sagte Johannes der Täufer, ich bin ein vergänglicher Mensch. Der nach mir kommt, ist ewig.
Und dann vergleicht Johannes der Täufer auch seine Herkunft mit Jesu Herkunft und macht ihn auch auf diese Weise groß. Schaut mal in Johannes 3, Vers 31. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Hier macht er das deutlich. Jesus kommt aus einer anderen Dimension als ich. Ich bin derjenige, der von der Erde kommt, der von der Erde redet, der wieder zur Erde wird, der vergänglich ist, der irdisch ist. Jesus ist himmlisch und er kommt aus der Ewigkeit, aus dem Himmel, ist über allem und wenn er spricht, ist es göttlich. Schaut, und wo Johannes dann vorher bekannt hat, ich bin nicht der Christus, macht er sehr deutliche Hinweise auf Jesus, zum Beispiel in Johannes 1, 34 bis 37. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger, und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Das waren seine Jünger, die bei ihm standen. Und dann geht Jesus vorbei und Johannes sagt, Leute, da ist das Lamm Gottes. Siehe da, das ist das Lamm Gottes. Verweist auf Jesus und macht Jesus groß und verliert seine Jünger auf der Stelle, weil sie gehen jetzt mit Jesus. Er hat auf Jesus verwiesen. Bemerkenswert ist auch die persönliche Begegnung von Johannes dem Täufer und Jesus im Zuge der Taufe. In Matthäus 3. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Ja. Johannes hat ja die Taufe der Buße praktiziert und jetzt steht da Jesus vor ihm und sagt, ich will mich von dir taufen lassen. Und Johannes weiß sofort Bescheid, was hier die Situation ist. Er erkennt sich selbst vor Jesus als Sünder an, der Gnade braucht. Eigentlich ist das ja eine verdrehte Rolle. Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Er erkennt es an, dass er selbst Sünder ist und Jesus braucht. Aber spannend ist dann, dass Gott im Zuge dieser Taufe, im Zuge des Dienstes von Johannes, Jesus groß macht. Weil was passiert denn bei der Taufe? Da ist doch diese gewaltige Stimme, die dann vom Himmel kommt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem sollt ihr wohlgefallen, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Das heißt, im Zuge des Dienstes von Johannes wird Jesus erhoben und wird sich zu Jesus bekannt und Jesus wird groß gemacht. Johannes macht Jesus groß auch. Er ist sich dessen bewusst, wer Jesus ist und wer er selbst ist. Er sagt, ich bin nicht der Christus, ich bin eine Stimme. Ich bin nicht würdig, Jesus die Schuhriemen zu lösen. Er ist stärker als ich. Ich taufe mit Wasser, er mit Heiligem Geist und Feuer. Ich bin vergänglich, er ist ewig. Er war schon vor mir da. Ich bin von der Erde, er ist vom Himmel. Er herrscht und lebt in einer anderen Dimension als ich. Ich bin begrenzt, er steht über allem. Ich bin Sünder. Er, da ist das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Seht ihr das, wie wunderbar Jesus hervorstrahlt hier durch seinen Dienst, durch seine Bekenntnisse, die er ausspricht. Johannes der Täufer macht Jesus groß. Und bemerkenswert ist dann auch, dass Jesus so eine Haltung auch ehrt. An einer Stelle bekennt sich Jesus nämlich auch zum Dienst von Johannes dem Täufer und sagt, es gibt keinen größeren Propheten als ihn. Das ist schon spannend zu sehen. Lass uns das mal auf unseren Dienst auch anwenden. Wisst ihr, ich brauche eine regelmäßige Schau, einen regelmäßigen Blick auf Jesus, wer Jesus ist. Das brauche ich. Ich muss Jesus mehr erkennen, wie er ist. Ich will ihn mehr verstehen, wie er ist, damit ich ihn auch angemessen anderen Menschen darstellen kann. Damit ich ihn eben groß machen kann, ist es doch so wichtig zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Wie viel klarer kann ich das Evangelium Menschen in meinem Umfeld weitergeben, vorleben, wenn ich mir so tief bewusst werde, wer Jesus ist, wenn ich in einer wachsenden Erkenntnis lebe, wie viel klarer kann ich dann reden? Und dann ist auch die Frage, welchen Jesus präsentierst du?
Welchen Jesus repräsentierst du den Menschen in deinem Umfeld? Welchen Jesus zeigst du ihnen? Welche Stimme bist du für Jesus, wo er dich hingestellt hat? Und dann möchte ich auch einladen, in diesem Zuge, dass wir uns bewusst werden, wer wir nicht sind. Ja, wer wir eben nicht sind. Und das kann auch befreiend sein. Ich kann nicht Christus sein. Nein, ich bin es nicht. Ich kann nicht die Sünden anderer Menschen tragen und vergeben. In diesem Sinne, wie Jesus sie vergibt. Das. Ich kann nicht in jedem Bereich beeinflussen und verändern. Das steht einfach nicht in meiner Macht. Und Johannes war sich dessen bewusst, dass er eben nicht alle Macht hat, dass seine Mittel begrenzt sind und er ruft zur Buße auf. Er ruft einerseits dann zur Buße auf, aber zeigt dann auch sofort, da ist das Lamm, ja, das die Sünde der Welt trägt. Und genau das kann ich dann auch immer wieder tun. Genau das kann ich dann auch immer wieder tun. Auf Jesus verweisen, wo mir die Kraft fehlt, wo ich Schwierigkeiten habe, immer auf seine Möglichkeiten zu verweisen. Und dann kann ich eben doch auch vergeben, wie Christus vergeben hat. Ja? Weil es seine Kraft ist und nicht meine Kraft ist. Und so merkt ihr, soll mein Dienst dazu beitragen. Mein Dienst soll dazu beitragen, nicht, dass ich Menschen an mich binde, um mich herum schare und mich groß vor Menschen darstelle, dass ich gefeiert bin. Sondern es geht immer darum, Menschen an Jesus Christus zu binden, in eine Beziehung zu ihm zu binden. Darum geht es. Und dann auch wie Johannes, dass wir uns bewusst machen, ich bin auch nur ein begnadeter Sünder, mehr nicht. Ich kann mir nicht darauf einbilden, ich hätte es verdient, Gott zu dienen, wo ich ihm diene. Da kann ich mich noch nicht darauf einbilden, weil ich so kompetent, weil ich begabt bin, weil ich schon so lange in der Gemeinde bin. Deswegen ist das nur gut so, dass ich genau an dieser Stelle in meinem Dienst hier stehe. Was für eine Einbildung. Was für eine Einbildung. Wir brauchen dann immer wieder diese gesunde Selbsterkenntnis. Ich bin nur ein Sünder, der aus Gnade errettet ist und ich bin Gott dankbar, dass ich ihm dienen darf. Das brauchen wir, glaube ich, auch, diese Selbsterkenntnis. Wem gleiche ich in meinem Dienst? Schau mal, ich habe euch zwei verschiedene Arten von Schildern mitgebracht. Bin ich so ein schillerndes, blinkendes Schild, was so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht? Oder bin ich einfach nur ein schlichter Wegweiser, der dann einfach sagt, da geht's lang, mein Lieber. Da ist Jesus. Da ist das Lamm Gottes. Lass uns so wie Johannes ein Wegweiser in dieser Hinsicht sein. Nun, aus diesem Selbstverständnis ergibt sich dann der letzte Punkt. Damit er groß rauskommt, drittens, nehme ich ab und er nimmt zu. Schauen wir mal die Stelle aus Johannes 3 an. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jeder Mann kommt zu ihm. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wir sind an dieser Stelle in einem Punkt angekommen, ja, wo die Zeiten vorbei sind von Johannes, dass er alle Massen zu sich zieht. Wir sehen hier, jetzt gehen die Leute mehr und mehr zu Jesus und Johannes bekommt die Info, jeder Mann läuft Jesus nach. Sie scheinen sich alle jetzt mehr Jesus zuzuwenden. Wie wird der Johannes jetzt darüber empfinden? Wie wird er darüber empfinden, dass die Leute jetzt alle Aufmerksamkeit auf Jesus haben? Nun, er sagt es mit diesem Satz, der Freund des Bräutigams freut sich und vergleicht sich mit einem Trauzeugen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das am 16. April vor 10 Jahren entstanden ist. Da stehen wir mit den Männern, mit meinen Trauzeugen. Ein toller Moment. Alle sehr aufgeregt, ich am meisten. Wir warten auf den Einzug der Braut.
Und die Aufgabe eines Trauzeugen besteht einfach darin, die Aufmerksamkeit von sich wegzulenken und dass die Situation Braut, Bräutigam, die ganze Zeremonie auch feierlich abläuft. Es wäre komisch, es wäre unangebracht, wenn gerade in diesem Moment, wo wir alle auf den Einzug der Braut warten, die plötzlich nach oben gehen und ein Lied anstimmen und alle unterhalten wollen oder so. Das wäre komisch, das würde ein Trauzeuge so nicht machen. Er erfüllt seine Aufgabe nämlich dann am besten, wenn er die Aufmerksamkeit von sich weglenkt. Und Johannes der Täufer sagt: Ich bin Trauzeuge. Da ist der Bräutigam. Er hat die Braut, nicht ich. Und das ist meine Aufgabe, das ist meine Berufung. Und das, was hier gerade passiert, sagt Johannes, das ist genau das, was meiner Berufung entspricht. Es soll so sein. Und deswegen freue ich mich, sagt er, dass ich jetzt hier einen Schritt zurücktrete. Und er spricht dann diese bekannten Worte, die man so irgendwie kennt, ja. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ja? Ja, das ist die wahre christliche Diät, ihr Lieben. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und das kann man sich auch gut merken, den Vers. Ja? Johannes 3,30, kurzer Vers. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das ist die Diät der Nachfolger Jesu. Und Johannes sagt das hier deutlich. Ja, es geht nicht um mich, Leute. Auch schon zuvor hat er ja auf Jesus verwiesen. Da ist das Lamm. Er muss größer werden, ich trete jetzt zurück. Und er war damit zufrieden, er war damit völlig okay für sich. Jetzt ist der Zeitpunkt da, das alles abzugeben, zurückzutreten. In großen Fußballvereinen, wo die Weltstars spielen, da scheint es oft so zu sein, dass die Taktik des Spiels so, sich auch um diesen Star herumdreht. Ja. Und da erhält der ein oder andere sicherlich mal die Anweisung vom Trainer, in der und der Situation spielst du ihm den Ball, damit er das Ding reinmacht. Okay? Ja, du spielst ihm das Leder zu. Und Gottes Geschichte, ihr Lieben, ist nicht auf einen Lionel Messi ausgelegt, sondern auf den Messias ausgelegt. Und Johannes Auftrag war, du bereitest ihm den Weg. Du spielst ihm das Leder zu, im bildlichen Sinne gesprochen, dass Jesus freie Bahn hat. Und so tritt Johannes hier zur Seite und wir leben den Übergang in Jesu öffentlichen Dienst. Ein nahtloser Übergang, auch in der Verkündigung. Jesus tritt dann auf und verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Er knüpft da an, wo Johannes aufgehört hat. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Johannes macht Platz für den Größeren. Lass uns das auch mal auf unseren Dienst anwenden. Sind wir vielleicht in unserem Dienst zu groß geworden und Jesus klein? Vielleicht ist es wieder neue Zeit, sich dessen bewusst zu werden. Es geht nicht um mich in meinem Dienst, den ich tue. Es geht immer um ihn. Ich muss Platz machen für Jesus. Es geht nicht darum, dass ich bekannter werde, dass ich gut dastehe, dass ich gemocht werde, dass ich mich profiliere. Es geht immer darum, dass Jesus groß rauskommt, immer weniger von uns zu sehen ist und mehr von ihm zu sehen ist. Schaut mal, da geht ein Vater mit seinem Sohn durch Chicago spazieren und da sind die großen Wolkenkratzer und da ist gerade auch eine Baustelle, wo ein Wolkenkratzer gerade hochgezogen wird und da sind Bauarbeiter ganz weit oben. Und dann schaut der Junge nach oben und sagt, Papa, warum sind da Kinder oben am Spielen? Und der Vater sagt, Junge, das sind keine Kinder, das sind erwachsene Leute. Die sind halt nur so weit oben, deswegen sehen die so klein aus. Aha, und wenn das bis zum Himmel gehen würde, dann würde man die nicht mehr sehen, ne? Ja, so ähnlich, mein Junge. Ein schöner Vergleich. Je näher wir Jesus kommen in unserer Beziehung zu ihm, desto weniger wird man von uns sehen und mehr von ihm. Oh ja, unser Ich ist oft viel zu übergewichtig in uns, ja? Wir müssen abnehmen. Wie oft nehmen wir uns selbst dann noch viel zu wichtig? Wie oft streben wir nach Geltungsbedürfnis, vergleichen uns mit anderen, wollen etwas sein? Ja, da baut sich Konkurrenzdenken auf. Konkurrenzdenken gegenüber anderen Geschwistern, gegenüber anderen Menschen, denen wir gefallen wollen oder mit denen wir uns vergleichen. Einerseits fallen wir vielleicht in Minderwertigkeitskomplexe, weil wir nicht an sie herankommen. Andererseits verachten wir sie, weil wir meinen, wir sind besser. Merken wir, was da passiert in unserem Dienst? Wir sind doch so fokussiert auf uns. Und Jesus wird nicht groß. Wir sind nicht darauf fokussiert, dass Jesus groß rauskommt. Oh ja, wir müssen abnehmen.
Und jemand formuliert das deshalb auch sehr treffend und sagt sehr herausfordernd: Nimm es gerne in Kauf, wenn du Dinge erlebst, die dich demütigen. Versagen, Tadel, Verleumdung, Verachtung. Wenn du dir immer ärmer vorkommst vor Gott, dann wisse, jetzt wird Jesus größer. Jede Demütigung hilft, dass sein Name herrlicher wird. Sei nicht darauf aus, dass dein Name überall gebührend erwähnt wird. Nimm es ruhig an, wenn du in einer Sache auch mal in den Hintergrund gedrängt wirst. Freu dich, wenn du Dinge erlebst, die dich kleiner machen in den Augen Gottes, weil dann wird Jesus stärker. Ich finde das herausfordernd und treffend. Es kommt immer wieder darauf an, nur darauf an, dass Jesus groß rauskommt. Und deswegen, ich fand das auch bemerkenswert, ein Prediger hat gesagt, eine erfolgreiche Predigt ist dann, wenn Menschen mehr von Jesus nach der Predigt reden als von mir. Das ist der Punkt. Und ich denke, so können wir uns alle auch in den Dingen, die wir tun, immer wieder selbst reflektieren. Wie sehr war Jesus hier präsent? Durch mein Verhalten gerade, durch meinen Dienst, den ich hier heute getan habe, wie sehr war Jesus präsent? Ist er hier in dieser Situation, in diesem Gespräch, in diesem Meeting oder wie auch immer, ist er gerade hier rausgekommen? War Jesus da oder habe ich ihm die Show gestohlen? Lass uns reflektieren in einzelnen Verhaltensweisen von uns und feststellen, wo muss ich abnehmen und er zunehmen, dass er sichtbar wird. Wisst ihr, und beim Abnehmen in dieser Hinsicht hilft es zu beten, wie Paulus gebetet hat, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das dürfen wir immer wieder als ein Anliegen auch einbauen, als ein ständiges Tagesanliegen. Herr, auch heute wieder an diesem Tag, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Wo ich mich heute aufhalten werde, du sollst groß rauskommen in jeder einzelnen Situation. Lass uns hier reflektierter leben, damit er groß rauskommt. Schau, am Ende der Bibel, ja? Am Ende der Bibel geht es nicht um dich. Am Ende der Bibel stehen wir alle Gläubigen vor dem Thron und wir rufen, würdig ist das Lamm. Im Alten Testament kommt die Frage auf, wo ist das Lamm, das die Sünden der Welt trägt? Johannes der Täufer ruft, da ist das Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Und am Ende der Heilsgeschichte Gottes stehen wir Erlösten vor dem Thron und rufen, würdig ist das Lamm. Er wird erhoben sein. Deswegen rücke Jesus wieder ins Rampenlicht deines Lebens. Bekenne das heute wieder neu im Gebet vor ihm. Geh mit ihm ins Gespräch und bekenne es, in welchen Situationen du noch zu groß bist, wo du abnehmen musst und er zunehmen muss. Stell dich selbst zurück. Mach Platz für ihn. Tritt einen Schritt zur Seite, damit er groß rauskommt. Vielleicht sitzt du auch heute hier oder am Bildschirm und du hast in deinem Leben Jesus noch überhaupt keinen Raum gegeben, dass er gar keine Rolle in deinem Leben spielt. Weißt du, dann gilt für dich die Botschaft des Johannes und die Botschaft von Jesus, die rufen, tu Buße, das Reich Gottes ist nahe. Bekenn deine Sünden, bereue deine Sünden, komm mit Gott ins Reine. Und das rufe ich auch heute Morgen hier dir zu. Weil weißt du, was dann passiert? Dann zieht er in dein Leben ein. Dann zieht er in dein Leben ein und du erlebst in einer engen freundschaftlichen Beziehung, wie er zunimmt in deinem Leben, groß wird und dich verändert und groß rauskommt. Darum geht es. Amen.